Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Kerstin von Kerstins Backstube. Und wie ihr gesehen habt, machen wir heute einen Tränenkuchen. Das ist praktisch, ja, wie soll ich denn sagen, Käsekuchen mit Baiser. Und es schmeckt wirklich richtig super lecker. Und wenn das Ganze dann abgekühlt ist, bilden sich so kleine Tränchen. Und das ist wirklich super lecker. Und für mich gehört er dann jetzt auch schon zum Klassiker und daher möchte ich euch den gerne mal zeigen. Und zwar habe ich hier an Zutaten 150 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver brauchen wir. Wir haben hier ein Ei, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 50 Gramm Butter brauchen wir dafür. So, und wir können dann auch gleich schon anfangen. Mehl und Backpulver können wir dann mischen. Ich habe mir jetzt eine größere Schüssel genommen und das Mehl-Backpulver-Gemisch können wir dann gerade mal schnell durchsieben. So. Und dann können wir auch schon Zucker und Vanillezucker, die habe ich dann jetzt auch schon gemischt, können wir gerade zugeben. Das Ei dabei und die Butter. Und das können wir dann gerade kurz mit Knethake, ihr könnt es mit der Rührschüssel machen, aber so viel ist es hier nicht. Da habe ich jetzt meinen normalen Mixer genommen. Und das können wir dann gerade mal kurz durchkneten. So, und wenn wir das gemacht haben, können wir dann, oder ich muss dann meistens mit der Hand, knete ich es nochmal so ein bisschen kurz durch. Bis wirklich halt ein sehr schöner Teig entstanden ist. Den packe ich jetzt in Alufolie, zumindest mal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Bis gleich. So, den Mürbeteig habe ich jetzt aus dem Kühlschrank geholt, wie ihr gesehen habt. Das 26er Springform habe ich schon eingefettet und habe schon angefangen, den Mürbeteig in die Form zu verteilen. Backofen habe ich vorgeheizt, 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und also bei mir funktioniert es am besten, wenn ihr dann halt Mürbeteig zumindest mal am Rand so in eine Rolle formt. Und dann drücken wir es gerade ein bisschen an. Und das können wir dann auch kurz stehen lassen. Dann machen wir auch gleich schon die Füllung. So, wie gesagt, gerade ein bisschen andrücke. Und dann machen wir auch gleich die Füllung schon. So, ich zeige es euch jetzt gerade noch mal kurz. So sieht es aus. Das können wir dann kurz beiseite stellen. Dann habe ich hier folgende Zutaten. Und zwar brauche ich zwei Dosen Mandarine, kleine. Die habe ich auch gut abtropfen lassen schon. Dann habe ich hier 500 Gramm Magerquark, 150 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker. Wir brauchen hier 100 Milliliter Öl, ganz normales Sonnenblumenöl. Dann habe ich hier 250 Milliliter Milch und 3 Esslöffel Zitronensaft. So, ich glaube, ich habe vergessen, die Eier zu erwähnen. Und zwar habe ich 3 Eier, die habe ich schon getrennt. Wir brauchen jetzt hier nur die Eigelbe, also 3 Eigelbe bitte noch. So, das ist eigentlich ganz einfach. Das geben wir jetzt alles in eine Rührschüssel. Machen wir erst den Quark. Und dann verrühren wir das Ganze. Dann haben wir hier den Quark endlich mal. So, wie gesagt, das können wir dann gerade alles in eine Rührschüssel geben. Den Quark, das Puddingpulver. Zucker und Vanillezucker können wir dann ein bisschen verteilen. Schon, dann haben wir hier Zitronensaft. So, schon. Und die 3 Eigelbe.
Und das verrühren wir dann gerade kurz und dann können wir dann die Mandarinen unterheben. Haben wir jetzt alles schön umgerührt und das schmeckt wirklich sehr lecker. Nicht, dass ich probiert habe, nein, natürlich nicht. Gut, dann machen wir jetzt die Mandarine. Geben wir jetzt gerade in die Schüssel. Heben das kurz unter und dann können wir es dann auch schon in die Form geben. So, jetzt haben wir das alles kurz umgerührt. Und das können wir dann jetzt auch schon in die Form einfüllen. Und dann kann das dann auch schon in den Backofen. Für eine Stunde. So. Ich rüttel das gerade ein bisschen, dass sich das alles ein bisschen gut verteilt. Wie gesagt, und dann können wir das jetzt für eine Stunde in den Backofen schieben. Sehen wir uns gleich. So, der Kuchen ist jetzt noch im Ofen. Der hat jetzt gleich 50 Minuten gebacken. Und dann hole ich mir die 3 Eiweiße. Die hole ich mir jetzt raus. Mache jetzt noch 100 Gramm Zucker dazu und das schlage mal jetzt steif. Und dann können wir das Eiweiß dann auch schon über den Kuchen geben. So, ich bin rechtzeitig fertig geworden. Sieht ja nicht toll aus. Gott sei Dank. So, Vorsicht heiß alles. Ne? Also das Eiweiß richtig schön steif schlage, dass dann halt auch nichts mehr rauskommt. Und das verteile mal jetzt auf dem Käsekuchen. Ihr müsst nicht glatt machen, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. Macht ein paar Bälle rein. Dass es so schönes Muster vielleicht gibt. Wie gesagt, Vorsicht heiß, ne? Ich habe mich schon verbrannt. So, wie gesagt, gerade ein bisschen verteilen. Dann geben wir das Ganze jetzt nochmal für 10 Minuten gleiche Temperatur in den Backofen und warten, bis das Eiweiß so ein bisschen eine schöne Bräune hat. So. Das geht auch eigentlich so ein bisschen schneller. Wie gesagt, wenn ihr ein paar Welle drin habt oder so, ist jetzt gar nicht so schlimm. Das sieht sehr schön aus später. Aber ihr könnt es natürlich dann auch glatt machen. Guckt aber, dass ihr es halt ein bisschen schön verteilt habt. So. Und das Ganze geben wir dann jetzt wieder in den Backofen rein. So sieht er jetzt aus, wenn er fertig ist. Es hat eine sehr schöne Bräune. Ich habe ihn noch 2 Minuten länger drin gelassen. Ihr könnt es natürlich auch noch ein bisschen länger drin lassen. Aber ich habe dann Angst, dass er zu schwarz wird oder zu dunkel wird. Sagen wir es mal so rum. Aber das ist er nicht. Das ist wirklich sehr schön geworden. Und jetzt lassen wir ihn abkühlen. Und wenn wir Glück haben, kommen dann auch ein paar Tränen. So, ich hoffe mal, ihr könnt das sehr gut sehen. Es haben sich auf jeden Fall schon sehr viele Tränchen gebildet. Ich hole ihn jetzt aus der Form raus und lasse ihn richtig abkühlen. So, ich hoffe, ihr könnt es sehr gut sehen. Ich habe Glück gehabt, es sind sehr viele Tränen gekommen, Gott sei Dank. Ich habe ihn jetzt aus der Form gelöst und ich lasse ihn jetzt nochmal richtig abkühlen. Das dauert jetzt bestimmt nochmal 1-2 Stunden und später zeige ich euch dann ein Foto von dem schönen Kuchen. Und es war mir wie immer eine große Freude. Auch schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal, eure Kerstin.